I'm tied to the tracks of an oncoming train. I'm a lightning's rod in the cold pouring rain. In the beat of the barrel of a loaded gun. I run out of places to run. Das war ganz toll, Schätzchen. Das muss jetzt vorhalten, bis ich zurück bin. Kannst du nicht eher zurückkommen? Nein, mein Liebling. Anne und ich, wir haben uns fast 2 Jahre nicht mehr gesehen. Rachel. Sie ist mein einziges Kind. Sei nett. Mhm. Danke, Häschen. Morgen Abend bin ich wieder bei dir. Why do I want you to call? Why do I want you at all? The telephone rings and I jerk. I'm telling myself that it's love, but it's work. Are you the lock or the key? Freedom or thrill? Ja. Ich bin's. Ist er schon weg? Nein, noch nicht. Er duscht gerade. Bleibt es bei unserer Verabredung für heute Abend oder nicht? Ich weiß nicht so recht. Ich glaube, wir sollten lieber warten. Worauf warten? Willst du einen Rückzieher machen? Hör zu, wenn du das tust, kannst du meine Telefonnummer vergessen. Allmählich habe ich die Nase voll davon. Carla, bitte lass diese zicken. Ich meine es ernst, Rachel, es reicht jetzt. Also, sehen wir uns heute Abend oder nicht? Danke. Wie sieht dein Wochenende aus? Ich gehe nach Carla. Das heißt, ich gehe zu Carla. Das habe ich dir schon 1000 Mal gesagt. Also sei so gut und merke es dir endlich. Nach klingt ungebildet. Ja, Holden, du hast recht. Entschuldige. Du solltest dir im Klaren darüber sein, dass dir Carla nicht gut tut. Sie ist nämlich mitschuld daran, dass du dich manchmal so schlecht ausdrückst. Sie ist meine beste Freundin. Ja, leider. Aber tu mir einen Gefallen und lass dein Geld zu Hause. Ich möchte nicht, dass du ihr noch mehr leist. Und dann habe ich noch eine Bitte. Trag nicht dieses Schnürenkleid. Ich finde es so hübsch, Schätzchen. Ich nicht. Es sieht billig aus. Es ist ein 800-Dollar-Kleid. Nicht immer ist das, was teuer ist, auch geschmackvoll, Baby. Wenn du jetzt nicht gehst, dann verpasst du dein Flugzeug. Also, wir sehen uns morgen Abend. Thank you.
an der Tanzfläche. Riesig, nicht? Ich hole uns was zu trinken. Hältst du das für eine gute Idee? Natürlich, sonst würde ich es ja nicht tun, Kleines. Was hältst du davon, dich jetzt hinzusetzen und mir alles Weitere zu überlassen? Steh nicht da, als wärst du auf einer Trauerfeier. Na schön. Wie geht es jetzt weiter? Entspann dich und versuch nett auszusehen. Alles Weitere regle ich. Hey, kannst du uns zwei Stoli Kamikaze darüber bringen? Ich hab nur zwei Hände, falls dir das entgangen sein sollte. Wenn du ein dickes Trinkgeld haben willst, solltest du dich beeilen. Oh. Hör zu, Süße. Die Drinks, die Lady gerade bestellt hat, werde ich übernehmen. Nein, lassen Sie stecken. Sie müssen nicht bezahlen. Das macht der Gentleman, der da drüben an der Bar sitzt. Scharf aus, sei nett zu ihr. Carla, du kannst doch nicht einfach einen gehen mit an. Hallo, ich bin Travis. Hi Travis, ich bin Carla und das ist meine Freundin Rachel. Freut mich, euch kennenzulernen. Was dagegen, wenn ich mich setze? Bitte. Sagen Sie mal, Travis, sind Sie eigentlich ein richtiger Cowboy oder tragen Sie den Hut, weil Sie denken, dass er Ihnen gut steht? Ich glaube, dass er mir gut steht. Oder nicht? Doch, er steht ihm tatsächlich. Na, wie wär's? Wollen wir nicht tanzen? Nein, ich möchte nicht tanzen, danke. Wieso? Es ist doch nur ein Tanz. Ja, nur ein Tanz, sonst nichts. Na gut, tanzen wir. Also los. Sie sind zum ersten Mal hier, richtig? Ja, richtig. Ich habe es Ihrem Kleid angesehen. Der Preis dafür entspricht einem Monatslohn für jeden, der hier drin ist. Das hat mein Mann mir geschenkt. Damit haben wir schon den zweiten Punkt. Ich möchte wetten, dass Sie hier nicht die einzige Frau sind, die verheiratet ist, aber Sie sind die einzige, die sich nicht die Mühe macht, den Ehering zu verstecken. Warum sollte ich auch? Ich bin doch bloß hier, um mit meiner Freundin was zu trinken. Ihr Mann scheint eine Menge Kohle zu haben. Was macht er beruflich? Er ist Kartoffelmakler. Was ist er? Kartoffelmakler. Er kauft und verkauft Kartoffeln. Dabei pendelt er bis nach Idaho. Er sucht die Sorten aus, die in den Restaurants oder den Supermärkten landen, die zu Kartoffelchips verarbeitet werden. Es werden auch welche tiefgefroren. Damit ist er reich geworden. Seine Familie hat Millionen. Mit Kartoffeln verdient? Ich bin übrigens aus Texas. Ich bin letztes Jahr im April wegen des Rodeos hier raufgekommen und dann habe ich ein Mädchen kennengelernt und bin hier hängen geblieben. Und wieso ist sie nicht hier? Wir haben uns getrennt. Seitdem mache ich mich auf der Gentry Ranch als Cowboy nützlich, mein bisschen Geld zusammenzukriegen, damit ich wieder weiterziehen kann. Ich verziehe mich jetzt. So früh schon? Es ist bereits nach Mitternacht und ich habe noch eine lange Fahrt vor mir. Hier, deine Handtasche. Ich glaube, ich sollte jetzt auch nach Hause fahren, Carla. Hör mal, Rachel, der steht auf dich und sieht klasse aus. Und wenn ich an deiner Stelle wäre, wüsste ich, was ich tun würde. Wiedersehen. Tu nichts, was ich nicht auch tun würde. Ich kenne nichts, was du nicht tun würdest. Ich auch nicht. Tja, und was stellen wir zwei jetzt an? Wie meinen Sie das? Naja, Sie sind nicht mit Ihrer Freundin gegangen. Und ich werde auch nicht mit Ihnen hier weggehen. Bakersfield ist ein winziges Nest und wir haben den Leuten schon mehr als genug Gesprächsstoff geliefert. Na gut, wie Sie wollen, aber... Was? Auch wenn wir nicht zusammen hier weggehen, können wir danach doch zusammen sein. Tut mir leid, ich bin wohl etwas zu weit gegangen. Das wollte ich nicht. Wissen Sie, wo Pioneer Village ist? Ja. Gut, verlassen Sie zuerst das Lokal.
Wenn ich in 20 Minuten nicht erscheine, dann komme ich nicht. Ich hatte schon Angst, sie würden nicht kommen. Wäre ich beinahe auch nicht. Das hier ist also Pioneer Village, ja? Unsere einzige Touristenattraktion. Sind Sie etwa noch nie hier gewesen? Das kann doch nicht wahr sein. Naja, ich bin ein paar Mal vorbeigefahren. Na, dann kommen Sie mal mit. Ist denn jetzt geöffnet? Ja, für uns schon. Also kommen Sie. Früher oft und gerne hierher gekommen. Und immer bei Nacht, wenn sonst niemand da war. Und hier an dieser Stelle habe ich am liebsten gestanden. Hier sehen Sie den Beale Clock Tower. Er hat früher auf dem Rathausplatz gestanden, wurde aber 1952 bei dem großen Erdbeben beschädigt. Danach wurde er hier rausgekarrt, zusammen mit den anderen Wahrzeichen und Relikten. Immer wenn es zu Hause unerträglich wurde, habe ich mich für eine Weile hierher geflüchtet. Wissen Sie, wenn ich Ihre Moneten hätte, würde ich mit Sicherheit nichts unerträglich finden. Ich kam nicht reich auf die Welt. Das wurde ich erst durch die Ehe. Das sagt jedenfalls seine Tochter. Wieso stehen wir eigentlich hier draußen rum? Sie hatten vor, mit Ihrer Freundin zu gehen. Als sie ihnen dann was ins Ohr geflüstert hat, entschlossen sie sich, es nicht zu tun. Sie hat mich herausgefordert. Wie denn? Genauso wie sie mich als Kind herausgefordert hat, irrsinnige Dinge zu tun. Seit der Zeit ist es zwischen uns eine Art Running Gag. Ich fordere dich auch heraus. Sie ist weg. Hast du, was du wolltest? Ja, sogar mehr, als ich dachte. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich mich von dir überreden ließ. Sehr gelitten hast du nicht, wie man sehen konnte. Nein, da hast du recht. Meines Ernst, Rachel. Ich hab's satt. Also, treffen wir uns heute Abend oder nicht? Na schön, ich erwarte dich gegen 8, okay?
unheimlich vermisst. Dich auch, Baby. Jetzt haben wir das ganze Wochenende für uns. Nein, Schätzchen. Nächstes Wochenende. Rachel hat angerufen. Ihr Alter verreist, deswegen müssen wir nach Bakersfield zurück, Süßer. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, Carla. Wir haben darüber gesprochen, aber... Aber was? Ich bin zweimal vorbestraft, wie du weißt. Wenn was schief geht, dann verbringe ich den Rest meines Lebens im Knast. Nichts geht schief, beruhige dich. Wir veranstalten hier keinen dieser beknackten Schnapsladenüberfälle. Ich plane die Sache seit 2 Jahren. Was ist mit dir? Liebst du mich nicht mehr? Natürlich liebe ich dich noch, aber... Aber? Ich bin die Beste, die du je hattest. Carla. Los, sag es. Sag es. Du bist die Beste, die ich je hatte, aber... Das ganze Risiko bei der Sache trage ich, Schätzchen. Mhm. Deswegen scheint mir halbe nicht fair zu sein. Na gut. Sagen wir 60 zu 40. Ich würde sagen 70 zu 30. Hey, kannst du uns 2 Stoli Kamikaze darüber bringen? Ich hab nur 2 Hände, falls dir das entgangen sein sollte. Wenn du ein dickes Trinkgeld haben willst, solltest du dich beeilen. Wiedersehen. Tu nichts, was ich nicht auch tun würde. Ich kenne nichts, was du nicht tun würdest. Ich auch nicht. Was tust du hier? Und wie hast du mich gefunden? Wieso höre ich nicht? Du warst klasse letzte Nacht. Sag es. Du warst klasse letzte Nacht, also was willst du? Das hier ist eine peinliche Situation. Deswegen ist es besser, wenn ich gleich zur Sache komme. Wenn du nicht willst, dass dein Mann die Fotos sieht, kostet dich das $100.000. Was? So viel Geld habe ich gar nicht. Allein dieses Ding hier ist bestimmt $100.000 wert. Da möchte ich wetten. Ist dir das, was zwischen uns beiden war, total gleichgültig? Ja. Ich dachte nur an das Geld. Ich hab doch recht, was das angeht, oder? Es spielt doch gar keine Rolle, auch wenn es so ist. Es gehört mir nicht. Hast du nicht zugehört? Alles, was du hier siehst, gehört meinem Mann und nichts davon mir. Egal, weißt du was? Ich nehm's einfach mit als Startkapital. Das geht nicht. Holden wird es vermissen. Mein Schmuck.
Ja, was ist damit? Ich könnte ihn eventuell versetzen. Da ich ihn nicht oft trage, wird es Holden vielleicht nicht auffallen. Na, siehst du, so schwer war es doch gar nicht. Du kannst eine Menge erreichen, wenn du dich auf etwas konzentrierst. Ich will dich jetzt nicht länger belästigen. Und außerdem musst du dich anziehen und zur Pfandleihe fahren. Das muss doch nicht gleich sein, oder doch? Doch, Kleines, es muss gleich sein. Heute Abend will ich die Kohle sehen. Und, die Fotos kannst du behalten. Ich kann mir welche nachmachen. Alles klar? Zuerst sagte sie, dass sie keine Kohle hat. Dann habe ich mir den dämlichen Stoßzahn gegriffen und so getan, als würde ich abhauen, so wie du es mir gesagt hast. Und? Und jetzt versetzt sie ihre Klunker. Siehst du, ich ahnte doch, wie wir sie kriegen. Das Ding ist Holdens Lieblingsstück. Tatsächlich? Ja. Apropos Lieblingsstück. Du hast also nichts für sie empfunden? Nein, Carla, wo denkst du hin? Ich habe Höllenqualen durchlitten. Es war die reinste Folter. Weißt du, ich sollte lieber mal nachsehen, ob da unten noch alles in Ordnung ist. Na gut, wenn du es für nötig hältst, dann tu es. Hallo? Na, wie ist es beim Pfandleiher gelaufen? Er hat den Schmuck. Na fein, ich kann in einer Stunde bei dir sein. Nein, das geht nicht. Vor heute Abend habe ich keine Zeit. Heute Abend geht es auch, okay? Und außerdem möchte ich nicht, dass du nochmal herkommst. Ich möchte dich irgendwo treffen, wo uns niemand kennt. Sag wo? Auf Gottschalks Parkplatz, 10 Uhr. Auf der Nordseite, da parkt niemand. Das gefällt mir nicht. Was hast du vor, Rachel? Sie will mich irgendwo auf einem Parkplatz treffen. 10 Uhr, sagt sie. Ja, wieso nicht? Was kann sie dir schon tun? Na gut. Bis dann. Aber ich warne dich, wenn du irgendein Ding versuchst, Rachel. Du kannst beruhigt sein. Mir geht es nur um die Negative. Die hat ein krummes Ding vor. Ach was, die will auf Nummer sicher gehen. Nein, nein, da steckt mehr dahinter. Wenn es so ist, wie du sagst, dann hätte sie ganz sicher schon 20 Nachrichten hinterlassen. Hoffentlich hast du recht. Ich kenne Rachel seit der 5. Klasse und seit der Zeit sind wir auch befreundet. Wenn ich bei ihr anrufe, erfahre ich alles, was sie vorhat. Da fällt mir ein Sprichwort ein. Welches? Wer dich zum Freund hat, braucht keine Feinde mehr. Oh Gott, du redest schon wie meine Großmutter. Rachel hatte immer die Nase vorn. Sie war Cheerleader, unsere Homecoming Queen und die Freundin vom Quarterback. Und du bist bestimmt der heißeste Feger auf der Highschool gewesen. Könnte sein. Rachels Vater hielt jedenfalls nicht viel von mir. Meinte, ich hätte einen schlechten Einfluss auf sie. Wahrscheinlich hatte er recht. Ja, durchaus. Ja. Deswegen hat sie sich mit mir rumgetrieben. Sie stellte die verrücktesten Sachen an und gab mir dann die Schuld dafür. Ach ja, ich hatte lange Zeit ein Verhältnis mit ihrem Mann. Ehrlich, ich war mit Holden Avery liiert, so lange, bis ich ihm Rachel vorstellte. So ein Pech. Ja, deswegen ist sie mir was schuldig. Oder meinst du nicht? Sie gestatten? Danke. Tacho gecheckt.
Hey, knallen Sie die Tür nicht so. Die wurde gerade erst gerichtet. Abfahrt zu Hause, 8.35 Uhr, Ankunft an Bahn, 9.02 Uhr. Morgen Abend bin ich wieder bei dir. Ich bin's. Nein, noch nicht. Er duscht gerade. Ich weiß nicht so recht. Ich glaube, wir sollten lieber warten. Fairfield Investigations. Hier ist Holden Avery. Sie telefoniert gerade mit ihm, da bin ich sicher. Mr. Avery. Ich beschatte Ihre Frau inzwischen seit einem Jahr. Sollte sie wirklich einen Geliebten haben, dann hält sie ihn verdammt gut versteckt, denn es ist mir bisher nicht gelungen, ihn zu entdecken. Noch nicht. Das mag daran liegen, dass sie viel mehr auf Draht ist, als Sie ihr zutrauen würden. Na gut, vielleicht haben Sie recht, aber mein Wahlspruch lautet, reparier nichts, was nicht kaputt ist. Es wird nicht besser. Sehr originell. In einer knappen Stunde setzt sie mich am Flughafen ab. Beschatten Sie sie. Wie Sie wünschen, Sie sind der Boss. Gut. Ich möchte, dass Sie sie nicht aus den Augen lassen, bis ich zurück bin. Ich habe meinen Terminkalender nicht zur Hand. Wann treffen wir uns morgen Abend? Sekunde. 10.30 Uhr, und zwar bei Ihnen. Ich erwarte einen detaillierten Bericht von Ihnen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das Halten vor dem Flughafengebäude nur zum Ein- und Aussteigen zum B- und Endbahn erlaubt ist. Ich sollte dich doch daran erinnern, dass du den Ölstand kontrollieren lässt. Also denk dir doch, pass auf dich auf. Mrs. Avery trifft Freundin Carla um 20.32 Uhr. Thank you.
Mann im Jeep heißt Travis Brewer. Schon gut, der Rest ist für Sie. Rachel? Wo steckst du? Rachel! Ich glaube es einfach nicht. Sie wusste doch, dass ich heute nach Hause komme. Sie sind mit Carla verbunden. Hinterlassen Sie eine Nachricht. Ich rufe zurück. Carla, hier ist Holden. Wenn du das Band abhörst, sag Rachel, sie soll sich bei mir melden. Lange. Das weißt du doch. Ist er tot? Ja. Und Travis' Fingerabdrücke sind auf den Fotos und der Mordwaffe. Außerdem hat er kein Alibi, weil er irgendwo in der Gegend steht. Wie lief's bei dir? Clay war hier und hat sich dauernd irgendwelche Notizen gemacht. Besser geht's gar nicht. Perfekt. Er müsste jeden Augenblick bei der Leiche sein und wenn die Polizei auftaucht und die Fotos sieht, ist die Sache gelaufen. Sie werden denken, dass Travis Holden erpressen wollte und als der sich geweigert hat, hat er ihn kalt gemacht. Und wieso glaubst du, dass sie mich nicht verdächtigen werden? Immerhin bin ich diejenige, die all sein Geld erben wird.
Holden hat den Schnüffler angeheuert, Schätzchen, nicht du. Er hat dich die ganze Zeit in der Bar gesehen und wird genau das der Polizei sagen. Warst du wirklich ganz nackt? Blutbeschmierte Sachen sind nicht leicht loszuwerden. Es hat nicht länger als 2 Minuten gedauert, das Blut abzuspritzen und mich wieder anzuziehen. Das hat Holden nun davon, weil er mir nicht vertraut hat. Ja, und er hat mir netterweise noch eine Nachricht auf Band hinterlassen. Du hast ein perfektes Alibi. Es kann uns also keiner was am Zeug flicken. Das mit Travis ist allerdings schade. Er war ein echt toller Hengst. Ja, das war er wirklich. Aber ich bin eine Ecke besser. Richtig. Nein, lassen Sie stecken. Sie müssen nicht bezahlen. Das macht der Gentleman, der da drüben an der Bar sitzt. Ich schaffe es nicht, das hier durchzuziehen. Doch, Rachel, du schaffst es. Ich habe den schweren Teil durchzuführen. Du musst nur mit ihm ins Bett springen. Das kann ich nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Hallo, ich bin Travis. Hier, deine Handtasche. Ich glaube, ich sollte jetzt auch nach Hause fahren, Carla. Hör mal, Rachel. Das steht auf dich und sieht klasse aus. Also, ich wüsste, was ich tun würde. Falls Sie noch was trinken möchten, können Sie jetzt bestellen. Wir machen bald dicht. Danke, für heute reicht es. Wir gehen gleich. So, lassen wir uns die Tragödie servieren. Wieso ist denn hier niemand? Keine Ahnung, eigentlich müsste es hier vor Bullen wimmeln. Hat der Schnüffler die Leiche nicht gefunden? Hoffentlich hast du nicht abgeschlossen, als du weggegangen bist. Scheiße, Carla, die Tür ist verriegelt. Sie ist zu. Ich habe sie nicht abgeschlossen. Rühre nichts an. Wir müssen warten, bis das Hausmädchen morgen die Leiche findet. Wo ist er? Das kann ich dir beim besten Willen nicht sagen. Bist du sicher, dass er tot war? Vielleicht konnte er noch den Krankenwagen rufen. So wird's gewesen sein und die Burschen haben sauber gemacht. Hier war alles voller Blut und das da lag genau dort. Was ist also passiert? Sag's mir! Das weiß ich auch nicht, Rachel. Lass mich in Ruhe nachdenken. Carla, ich habe ein beschissenes Gefühl im Bauch. Hallo? Travis? Carla, was ist? Wo steckst du? Ich war unruhig und da bin ich was trinken gegangen. Wie ist es gelaufen? Ich hab dich gewarnt. Ich wusste, dass sie was im Schilde führt. Was meinst du? Sie hat sich nicht sehen lassen, Carla. Ich bin also zu ihr nach Hause gefahren. So Mist, ich hab gewusst, dass ihr nicht zu trauen ist.
Rachel? Komm raus, du kleine Maus. Ich habe das Blut und alle anderen Spuren fast vollständig beseitigt. Nur bei dem Teppich und ein paar Akten ist es mir nicht gelungen. Dann habe ich seine Leiche an den See gebracht, in dem wir bei nackt baden waren. Ich habe alles wie ein Raubüberfall aussehen lassen. Danach habe ich den Teppich und die Akten auf einem Grillplatz verbrannt. Hat dich jemand beobachtet? Das halte ich für unwahrscheinlich. Aber irgend so ein Kerl hat meine Kiste auf der Einfahrt gesehen. Wer? Ich kenne den Typ nicht. Frag nicht so blöd. Er hat sich bestimmt meine Nummer gemerkt. Verfluchte Scheiße, Carla. Ich glaube, ich bin am Arsch. Nur keine Panik, Travis. Ich werde mir was überlegen und bleib, wo du bist, bis ich komme. Hoffentlich fällt dir was ein. Hey. Hm? Ich liebe dich. Ich dich auch, Travis. Was hat er gesagt? Wir müssen zum See. An den Beinen an. Mein Gott, er sieht schrecklich aus. Hör auf zu jammern, ich musste auf seinen Kopf schlagen, das wusstest du. Ja, aber du musst auf zugeschlagen haben. Ich habe nicht genau mitgezählt. Steh nicht rum, hilf mir gefälligst. Hm.
Komm, hab dich nicht so. Soll ich hier anfassen? Ja. Na los. Hast du Angst, dir deine Hose schmutzig zu machen? Los, mach schon, wir müssen hier weg. Oh Gott. Gut so. Okay. So. Gut. Was ist das? Wieso geht die nicht zu? Nicht doch, warte! Oh, Mist. Seine Finger waren im Schloss verklemmt. Gebrochen. Das Schloss oder die Finger? Das ist nicht witzig, Carla! Was sollen wir denn jetzt tun, Carla? Sag, was wir tun sollen. Zum Teufel nochmal, halt die Augen auf der Straße, sonst bauen wir noch einen Unfall. Du hast gesagt, dass dein Plan in jeder Beziehung sicher ist und nichts schiefgehen kann. Noch ist ja auch alles okay. Rachel, du hast ein wasserdichtes Alibi für die Mordzeit. Wir müssen nur Holdens Leiche wieder dorthin bringen, wo sie lag, damit das Hausmädchen sie findet, wenn sie morgen früh kommt. Das ist sogar noch besser, als wir es vorher geplant hatten. Besser? Besser! Das hier soll besser sein als geplant. Ja, genau. Denn der Schnüffler hat Travis Wagen in eurer Einfahrt gesehen und wird ihn zwangsläufig mit dem Verbrechen in Verbindung bringen. Travis wird dafür büßen. Nicht du. Und das soll wirklich funktionieren? Ja, natürlich. Vertrau mir, ich habe alles unter Kontrolle. Na gut. Die Bullen. Keine Panik. Du musst jetzt nur rechts ranfahren. Und dann werden wir ja sehen, was sie von uns wollen. Und nun? Guten Abend, Deputy. Ma'am, bitte zeigen Sie mir Ihren Führerschein und die Zulassung. Gerne. Hier, bitte sehr. Und meine Zulassung. Danke, Ma'am. Mrs. Avery? Mhm. Ich habe Sie angehalten, weil Sie vorhin ganz eindeutig Schlangenlinie gefahren sind. Haben die damit Alkohol getrunken? Wir hatten einen kleinen Drink in einer Bar, aber das war schon vor einigen Stunden. Ich muss Sie trotzdem bitten, auszusteigen, Mrs. Avery. Also seien Sie so gut, Ma'am. Kommen Sie hierher, Ma'am. Weg von der Straße. Wenn Sie denken, dass sie betrunken ist, irren Sie sich. Ma'am, ich ersuche Sie dringend, sich hier nicht einzumischen. Arschgeige. Mrs. Avery? Stellen Sie die Füße parallel zueinander und strecken Sie die Arme seitlich aus, so wie ich es tue. Gut so? Bestens. So, und jetzt legen Sie den Kopf in den Nacken und schließen Sie die Augen. Und nun muss ich Sie bitten, Ihren rechten Arm anzuwinkeln und mit dem Zeigefinger Ihre Nasenspitze zu berühren. Okay, tun Sie das Gleiche mit dem linken Arm. Das war erste Sahne. Bestanden, oder? Mrs. Avery, bitte seien Sie so gut und tun Sie mir noch einen Gefallen. Lassen Sie Ihre Freundin fahren, das ist für Sie beide besser. Ja, natürlich gerne. Wie Sie wünschen, Sir. Halt! Nicht so schnell, meine Damen, warten Sie mal. Ja, Sir? Da, aus dem Kofferraum hängt was raus. Ach, das ist nur ein alter Duschvorhang, der kann ruhig raushängen, das macht nichts. Doch, das macht was, denn er verdeckt einen Teil der Schlussleuchte und stellt damit ein Gefahrenrisiko dar. Also, bringen Sie das in Ordnung. Ich hol den Schlüssel. Mhm. So eine Scheiße. Thank you.
Schon erledigt. Also, gute Nacht. Gute Nacht, Ma'am. Soll ich das in Ordnung bringen, Ma'am? Nein, das ist kein Problem. Wir wollen Ihnen keine weiteren Umstände machen. Ach, das tue ich doch gern. Scheint zu sein. Ja, sieht ganz so aus. Gute Nacht. Na, alles klar? Ich hätte mich fast eingepinkelt. Ich hab wirklich eingepinkelt. Da wären wir. So. Schließ die Tür auf. Ich bereite hier alles vor. Bist du's, Daddy? Anne, was tust du hier? Ist Dad auch mitgekommen? Nein. Wir bitten die Fluggäste nach Denver, sich zum Ausgang 3 zu begeben. Hey, Daddy! Anne, du hättest heute nicht kommen müssen. Wir waren doch für morgen zum Essen verabredet. Ich weiß. Nur dachte ich, da wir uns so lange nicht gesehen haben, können wir vielleicht schon heute zusammen essen gehen. Ich habe in einer Stunde einen Anwalttermin. Und dann? Habe ich noch eine Verabredung. Bei wem? Bei wem? Wem? Ich habe im Regent einen Tisch reservieren lassen. Ich freue mich, dich morgen gegen 1 dort zu sehen. Dad! Anne, bitte. Heute geht's nicht. Bitte. Aber wie so oft im Leben, war keins da. Und ich war schon so furchtbar spät. Es ist sehr schlimm, ich weiß. Doktor, sagen Sie mir, wie schlimm. Es werden täglich neue Erkenntnisse gewonnen und neue Behandlungsmethoden entdeckt. Doktor, hören Sie auf, ich brauche Ihre aufmunternden Worte nicht. Ich will wissen, wie viel Zeit mir noch bleibt. 3 bis 6 Monate. Ich kann meinen Sohn nicht. Du solltest noch einen zweiten Arzt konsultieren. Hast du schon mit Dr. Medina gesprochen? Nein. Ich möchte nicht, dass Rachel davon erfährt. Wieso nicht? Weil ich mich von ihr scheiden lassen will, bevor ich sterbe. Was? Auf diese Weise kann ich alles dir hinterlassen. Und sie hat keine Möglichkeit, es anzufechten. Daddy, du weißt doch genau, dass mir dein Geld egal ist. Ja, aber mir nicht. Rachel hat eine Affäre. Mit wem? Das kann ich noch nicht sagen. Aber ich glaube, dass die Geschichte schon vor unserer Hochzeit lief. Ist das sicher? Ich habe das schon seit längerer Zeit vermutet. Wenn ich es hieb- und stichfest beweisen kann, kann ich sie laut Ehevertrag abservieren, ohne dass ich etwas zahlen muss. Daddy, ich sehe das nicht ein. Es muss doch irgendwie gehen, dass du noch ein paar Tage hier bleiben kannst. Ich habe eine wichtige Verabredung und kann mir nicht leisten, sie zu versäumen. Ich rufe dich an, sobald alles geklärt ist. Daddy? Ich hab dich sehr lieb. Ich dich auch, Anne. Alles Gute. Nein.
Merken Sie, wann geht der nächste Flieger nach Bakersfield? Da geht keiner ran. Ich rufe die Polizei an. Nein, nein, brauchst du nicht. Die unternehmen sowieso erst was, wenn er länger als 24 Stunden vermisst ist. Es geht ihm ganz sicher gut. Und wieso geht er dann nicht ans Telefon? Weil er möglicherweise beschäftigt ist oder die Zusammenkunft außerhalb seines Büros stattfindet. Wenn es dich beruhigt, können wir ja mal zu seinem Büro fahren und nachsehen, damit du dir keine weiteren Gedanken machst. Ja, das ist eine gute Idee. Allerdings sollte jemand hier bleiben, falls er in der Zwischenzeit anruft oder aber hier vorbeikommt, Anne. Ja, okay. Komm, Rachel. Und, was tun wir jetzt? Ich habe eine Idee. Sie ist besser als unser Plan. Na komm schon, fahr los. Unterwegs erzähle ich dir alles. So, dann leg mal los. Wir fahren jetzt erstmal zurück zur Bar, damit ich mein Auto holen kann. Von da aus fahre ich zu Travis Hütte. Du folgst mir in einem gewissen Abstand, ohne Licht, damit er dich nicht sehen kann. Er wird den Kanal voll haben und ausflippen, weil ich so lange weggeblieben bin. Er wird sicher fragen, wo zum Teufel bist du gewesen, Carla? Ich werde ihm sagen, dass meine Batterie den Geist aufgegeben hat und dass ich ewig warten musste, um Starthilfe zu bekommen. Und dann werde ich sagen, ich friere. Komm, lass uns reingehen. Herrgott, nochmal, ich bin fast wahnsinnig geworden. Die scheiß Unsicherheit macht einen kaputt. Wenn wir drin sind, fährst du vor und parkst den Wagen aus der Sichtweite beim Schuppen, in dem der Generator ist. Dann schleichst du dich zur Vorderseite der Hütte. Dort wirst du eine Schubkarre und eine Schaufel vorfinden. Mit der Schubkarre schaffst du Holdens Leiche aus deinem Kofferraum zu Travis' Jeep. Die Tür hinten ist immer offen. Pack den Leichnam auf die Ladefläche. Beschädige vorher mit der Schaufel den Kotflügel und die Seitenwand. Pass aber auf, dass du nicht zu viel Lärm machst. Ruf dann von einer Telefonzelle aus die Polizei an, ohne deinen Namen zu nennen. Gib Travis' Zulassungsnummer an und sag, du hättest gesehen, wie er ein geparktes Auto gerammt hätte und abgehauen wäre. Inzwischen werde ich Travis ins Bett lotsen und verschwinden, bevor die Polizei aufkreuzt. Wie viel hast du getrunken? Die Flasche war voll. Dann wäre es besser, wenn du dich jetzt hinlegen würdest. Hast du sie nicht mehr alle? Ich bin nur noch wenige Zentimeter von der Gaskammer entfernt, Carla. Du hast den Leichnam weggeschafft und alle Beweise entfernt. Wieso hast du Angst? Du hast nichts zu befürchten. Wenn die Polizei sich jemanden vorknöpfen wird, dann Rachel. Du bist Holden nie begegnet, aber sie hat ein Motiv. Und was ist mit dem Kerl, der meine Kiste gesehen hat? Was soll mit ihm sein? Du fährst in Bakersfield nicht als einziger einen Jeep. Du scheinst zu vergessen, dass er meine Nummer gesehen haben muss. Der Typ hat sich eben geirrt. Wir waren die ganze Nacht zusammen. Sein Wort steht gegen unseres. So kenne ich dich. Du hast auf alles eine Antwort. Manchmal schon. Du hättest ihn sehen sollen, Baby. Sein eingeschlagener Schädel sah grauenvoll aus. Der Anblick war kaum zu ertragen. Ist ja gut. Jetzt ist alles vorbei. Vergiss es. Der Mann ist tot, Carla. Das kann ich nicht vergessen. Es wird alles gut. Dafür werde ich sorgen, mein Schatz. Thank you.
Signal, was soll das? Willst du alles kaputt machen, du Idiotin? Ist er tot? Nein, aber das hat er seinem harten Schädel zu verdanken. Nicht dir, Rachel. Du konntest das nicht sein lassen, ihn nochmal zu vernaschen. Du bist so blöd, dass es wehtut. Ich wollte ihn müde machen, damit er sich schlafen legt. Erzähl mir doch nicht so einen Scheiß. So was Blödsinniges nehmen dir vielleicht deine Kerle ab. Mich fängst du jedenfalls nicht damit, kapiert? Ja, Schätzchen, du hörst dich an wie eine zänkische, eifersüchtige Ehefrau. Denk mal daran, wer das Geld erben wird. Und denk du mal daran, was ich alles eingefädelt habe. Wer ist denn zu jedem Traktorwettkampf und Rodeo gegangen, um den richtigen Kerl zu finden? Hast du eigentlich eine Ahnung, von wie vielen Säcken ich mich besteigen lassen musste, bis ich Travis gefunden hatte? Das muss ja schrecklich für dich gewesen sein, du mit deinem moralischen Anspruch. Was willst du damit sagen? Du hast doch in der Highschool für jeden die Grätsche gemacht, sogar für deine Brüder. Diese Scheiße muss ich mir nicht anhören. Carla! Carla, es tut mir leid, okay? Ich habe es nicht so gemeint. Du weißt doch genau, dass mir das Geld überhaupt nichts bedeutet. Bitte. Bitte entschuldige. Lass uns Holden holen. Sieh dir das an. Und was nun? Das reicht. Also, du suchst den Weg von hier zur Hütte ab. Und ich die Strecke zu eurem Haus. Irgendwo dazwischen muss er ja liegen. Ich stehe das nicht durch. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Rachel, lass mich nicht im Stich. Wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft, okay? Bitte. Carla? Oh Gott. Ah.
Privatdetektiv. Fairfield Investigations, bitte sprechen Sie nach dem Signalton, danke. Mr. Fairfield, mein Name ist Anne Avery. Mein Vater wird vermisst und... Hallo, Miss Avery. Mr. Fairfield? Ja, Ma'am. Sagten Sie, Ihr Vater wird vermisst? Ja, richtig. Schon seit geraumer Zeit. Ich lese hier, dass Sie einen Termin mit ihm hatten. Stimmt das? Er hat ihn nicht wahrgenommen. Ich hab's geahnt. Ich wusste, dass ihm irgendetwas zugestoßen sein muss. Nicht doch. Sie dürfen keine voreiligen Schlüsse ziehen. Wo sind Sie jetzt? Im Haus meines Vaters. Gut, lassen Sie mir noch etwas Zeit. Ich habe gerade geschlafen. In einer knappen Stunde bin ich bei Ihnen. Danke. Bis dann. Eine Spritztour aufs Land ist es ein bisschen spät, Mrs. Avery. Ihrem Gatten scheint die Luft ausgegangen zu sein. Hände hoch, bitte. Hallo, den Sheriff hätte ich gern. Hallo? Hallo? Dieses verdammte Scheißding. Gestern ging es doch noch. Ah, jetzt. Sind Sie noch dran? Gut, ich hatte Sie kurz verloren. Mein Name ist Clay Fairfield. Ich habe früher auch mal zu Ihnen gehört. Jetzt ermittle ich privat. Ich habe soeben etwas entdeckt. Hast du erwartet, Rachel? Den Pannendienst etwa? Ist er tot? Anzunehmen bei den 50 Meilen, die ich drauf hatte. Was tust du da? Lass uns von hier verschwinden! Und wie willst du deine Nobelkiste hier wegkriegen? Kannst du sie mit den Händen auf dem Rücken lenken? Carla, das ist alles so furchtbar. Gott, er war mein Alibi, Carla. Du hast mein Alibi überfahren! Ja, Schätzchen, das weiß ich. Aber er hat alles in seinem kleinen, dämlichen Blog notiert. Er hat dich bis 10:30 in der Bar beobachtet und ist dann losgefahren, um Holden zu treffen. Oh mein Gott. Das ist ja noch besser als geplant. Das sagst du mir laufend, aber ich sehe es nicht so. Anne hat ihn angerufen, weil sie Holden vermisst und er verdächtigt Travis. Wenn die Polizei seine Leiche findet, werden sie glauben, dass Travis ihn umgebracht hat. Und Holden ebenfalls. Aber dazu müssen sie diese Notizen hier finden.
Fass mit an. Okay. Ich zähle. Eins, zwei, drei. Du hast mich die ganze Zeit verarscht und benutzt. Jetzt habe ich allerdings ein Problem, weil ich nicht weiß, ob ich dich oder dich Ratte zuerst erledigen soll. Dein Schlag scheint keine große Leistung gewesen zu sein. Meine Großmutter hätte ihn länger außer Gefecht gesetzt. Ach, jetzt bin ich also schuld. Ich bestimmt nicht. Also du hast mach mal nicht doch nur die geringste Ahnung, du blöde Geist. Du kannst doch nur das Geld deines Mannes ausgeben. Ohne mich wärst du eine Null. Du widerst mich an. Doch mal, haltet jetzt endlich eure Klappe. Nein, du nicht, Travis. Na los, Rachel. Rachel, nimm seinen Revolver. Was jetzt? Keine Ahnung, ich muss nachdenken. Beeil dich gefälligst, die Sonne kann jeden Augenblick aufgehen. Okay, hör zu. Wir bringen ihn in den Wald und begraben ihn dort. Wir müssen eine Stelle suchen, wo die Cops ihn nicht finden. Dann werden sie denken, er sei abgetaucht. Nicht doch, mach doch nicht solch einen Unsinn. Was soll das? Es geht alles in Ordnung. Ich sag euch was. Wenn ihr mich laufen lasst, werdet ihr mich nie wiedersehen. Darauf gebe ich euch mein Wort. Quatsch uns nicht voll. Halt deine Klappe! Denkst du, das funktioniert? Ja. Dein Alibi ist immer noch perfekt. Und wenn er abserviert ist, sieht alles noch überzeugender aus. Es ist sogar noch besser als geplant. Ja, das sehe ich auch so. Ich weiß, dass du mir nicht glauben wirst, aber es tut mir leid. Tut mir leid. Das darfst du nicht tun, Carla. Bitte tu's nicht. Du hättest dich niemals geändert. Nicht mal für mich. Eine Hure kann sich nicht ändern. Rühr sie nicht an! Sie hat nur mich geliebt, nicht dich. Und was ist mit mir? Hä? Leg sie dir an. Ich sagte anlegen! Nein, hinterm Rücken. Der kann dir nicht mehr helfen. Keine Fingerabdrücke mehr, schlau, nicht? Also los. Wohin? Du wirst jetzt abhauen. Denn du hast meinen Mann umgebracht. Deine Freundin und Partnerin erledigt. Und den Privatdetektiv, der dich beinahe erwischt hätte. Ich sag dir was, Rachel. Das wird nie funktionieren. Die werden dich irgendwann erwischen. Halt deine Schnauze, jetzt reicht's mir! Ich habe die schlimmste Nacht meines Lebens durchgestanden und das war deine Schuld! Los, beweg dich! Weiter! Weiter! Geh weiter! Los! Über den Hügel! Okay, das ist weit genug. Tu es nicht, Rachel. Du machst einen Fehler. Also gut. Ich bitte dich inständig. Halt endlich die Klappe und ertrage es wie ein Mann.
Scheiße! Notrufvermittlung. Worum geht es? Hey, Rachel. Hast du mich gesucht? Du wolltest mich erschießen, du Dreckstück! Ertrag es wie ein Mann! Ertrag es wie ein Mann! Oh, verdammt! Nach dem vermeintlichen Kidnapper Travis Brooke. Das Opfer ist eine junge Frau namens Rachel Avery. Wir bitten alle Bürger um sachdienliche Hinweise. You got the local delight running through your mind. She's a beautiful woman. They're the dangerous kind. Things in life that are taken as a given, little things that we accept every day that we're living. One thing that don't make sense, I just don't understand who the hell ever said the devil was a man. Man.
was a man.